May God forgive me for writing this song. Drink your mouth. Das ist eine Klavinette von Honor. Ja. Und dann, ja. Okay. Also wir stellen die Musik von Alvaro nicht im Internet. Also es steht nicht zur Verfügung. Die Musik von Alvaro, die gerade im Internet ist, sind von Fans einfach mal hochgeladen und so. Ja, Fans machen die ganze Sache. Wird einfach die Musik also durch. Du hast da wahnsinnig sehr viele Platten, also Schallplatten wird einfach mal, das ist das Medium, einfach mal, wo die Musik einfach verteilt wird von Alvaro. Ja, natürlich, nochmal in den 70er Jahren, da waren keine Internet, keine digitale Welt, keine nichts. Ja, aber trotzdem, wir haben gelernt, wie man macht eine Vinyl-LP. Ne? Und das ist sehr gut. Aber Gott sei Dank, jetzt man ist total frei zum Sagen, was man wollen. Immer haben wir gesagt, vergiss deine Land nicht. Ja, meine Antwort war, welches Land? Reihe 23 in Gang. Das ist mein Land, wo ich sitze auf dem Flugzeug. Wo ist mein Gang? Ich wohne hier seit 47 Jahre hier in Europa und 28 Jahre in Chile. Jemand in London hat mich eingeladen nach Konstanz. Und ich hat es sofort sehr gut gefallen, der Bodensee. Ich habe gesagt, das ist wunderbar. Eine totale Unterschied zwischen dem Bezirkshausen in London, dass ich wollte Ratten und so weiter und Flöhe. Hier zu leben und schöne Bodensee, so gefällt mir der Bodensee und die Landschaft. Ist immer noch, also bei Musik, wenn man das macht, was einem passt. Und logisch kommen immer wieder Lieder, wo man das verarbeitet, das finde ich nicht gut, das so. Ja. Und das bezieht man automatisch Position. Ja. Und die muss einfach klar auf den Tisch gelegt werden. Also transparent sein. Aber letztendlich muss das Publikum entscheiden, ist meine Meinung, will ich dem zuhören oder will ich dem nicht zuhören. Ich rauche nicht, ich trinke keinen Alkohol. Die Leute. Wir auch nicht. Dürfen nicht. Dürfen wir nicht. Ich bin Vegetarier. Aber ich war ein Sünder. Tschüss. Ja. Tschüss.